Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte, ich drehe mal wieder ein Style & Talk, weil einige unter meinem letzten Video geschrieben haben, warum kommen keine Make-up-Tutorials mehr. Ich habe mir ein paar Kommentare angeschaut und würde sie sehr gerne mit euch in diesem Style & Talk besprechen. Deswegen, los geht's. Viel Spaß. Eigentlich wollte ich noch meine Haare machen, aber das werde ich für den nächsten Vlog vorbereiten. Da kommen wir dann direkt schon zu dem Thema Make-up-Tutorials. Es kommt immer wieder, aber es kommt nicht so häufig. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich natürlich die Dinge drehe, die die Mehrheit interessiert. Ich baue sehr, sehr gerne noch immer meine ganzen Beauty-Sachen ein. Und ich glaube, dass euch das vielleicht auch ein bisschen fehlt, sodass ich ein bisschen mehr noch damit machen könnte. Zum Beispiel, wenn ich schon vlogge, irgendwie meine Routine zeige, wie ich mich gerade schminke oder irgendwelche neuen Sachen zeige, die mir gefallen, vielleicht auch ab und zu mal Flops, die mir nicht so gut gefallen haben und so weiter. Ich glaube, dass es zumindest die Menschen, die diese ganzen Beauty-Tutorials und so weiter interessieren, vielleicht dann auch mehr catchen würde, diese Art von Vlogs, die ich gerade mache. Und das werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Also so könnte man das aktuell schon machen und ich mache ja auch immer wieder zwischendurch mal Tutorials oder auch Style & Talks, wie zum Beispiel jetzt, aber ich muss schon ehrlich sagen, ich bin hier, um euch zu entertainen und es ist egal, was andere YouTuber euch erzählen oder wer auch immer euch was erzählt. Ne, selbstverständlich geht es darum, euch zu unterhalten, weil unser Job ist es, zu entertainen und euch natürlich so ein bisschen auf dem Laufen zu halten, unser Leben euch zu zeigen und selbstverständlich gucke ich dann auch nach, was wird denn von den meisten Leuten gerne geschaut. Das sind aktuell einfach die Vlogs. Und tatsächlich gucke ich im Moment auch nur Vlogs. Mich würden Make-up-Tutorials, reine Make-up-Tutorials, jetzt ohne einen Style & Talk, glaube ich, schon ein bisschen langweilen, wenn es nicht um eine Neuheit geht oder sowas. Weil ich glaube, wenn wir jetzt einen Smoky Eyeliner eingeben, finden wir 8 Millionen. Und auch von mir. Also ich habe so viele Make-up-Tutorials gemacht. Wie gesagt, so Neuheiten und sowas mache ich sehr, sehr gerne immer noch. Ich habe gerade eins vorgedreht für eine Palette, die ganz neu rausgekommen ist. Aber ja, also ich werde es auf jeden Fall versuchen, mehr in meinen Vlogs einzubauen. Aktuell mache ich es gerade nicht so, weil ich tatsächlich noch nicht so diesen Hintergrund habe, den ich gerne möchte. Und ich habe euch ja schon in meiner alten Wohnung die ganze Zeit gesagt, Leute, in den nächsten Videos, wenn wir im Haus sind, dann kriegen wir auf jeden Fall geilere Hintergründe hin und so weiter. Und es ist aktuell so, dass ich tatsächlich noch so einen riesen Einbauschrank hier reinmachen möchte. Ich möchte ja eine Insel hier drin haben und einen Einbauschrank und halt einen richtig coolen Hintergrund für euch haben. Und ich habe Angst, dass euch meine Hintergründe in meinen Vlogs zu läppsch sind, wenn ich jetzt zum Beispiel mich fertig mache oder so. Da habe ich letztens meine Kamera auf die Fensterbank gestellt und ja. Man könnte zum Beispiel sich auch dann hier fertig machen, aber ich glaube, das würde diesen Vlog-Modus irgendwie so ein bisschen stören. Ich werde mir auf jeden Fall was einfallen lassen und ja, euch auf jeden Fall daran teilhaben lassen. Ich glaube, dass irgendwas mit meinem Nacken oder so nicht stimmt. Mir wird die ganze Zeit schlecht. Mir tut das hier hinten so weh. Und ich glaube, das hat noch was mit dem Rückflug aus Nizza zu tun. Tatsächlich glaube ich das noch. Also mir wird manchmal einfach schlecht oder schwindelig, selbst wenn ich nur liege, also wenn ich jetzt nichts Besonderes mache oder so. Irgendwie ist die Familie von deinem Mann immer da. Schwager, Schwiegereltern und so weiter. Ist das für dich eine Umstellung, weil du ja so lange alleine gelebt hast? Ich finde das komisch. Ich habe zwar alleine gelebt, aber ich hatte tatsächlich immer ein volles Haus. Und ich bin das gewöhnt irgendwie. Also wir waren ja 4 Geschwister und wir waren zu 6 zu Hause und das ohne Freunde. Und wenn jetzt jeder der Geschwister einen Freund mit nach Hause genommen hat, dann könnt ihr euch in etwa vorstellen, wie ich groß geworden bin. Also wir hatten wirklich immer offene Türen und ich habe auch sehr viele Freundinnen, die nicht so gerne mögen, wenn man super oft Menschen da hat und sehr, sehr gerne, sehr oft alleine Zeit verbringen möchten. Klar, ich habe das auch ab und zu, dass ich einfach alleine bin und ihr seht ja auch nicht andauernd irgendwie ein volles Haus bei mir. Aber ich bin sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen. Also ich bin wirklich eine Person, die es liebt, mit Menschen immer wieder zusammen zu sein. Ich habe meinen Beautyblender vergessen. Ich hole euch auch näher ran. Es gibt so Tage, da, keine Ahnung, sind so viele Leute hier und ihr müsst euch auch immer denken, weil es ging auch sehr oft um Social Distancing. Es ist nicht so, dass irgendwelche Fremden hier sind oder so. Hier sind meistens meine Schwiegereltern, die Tante und, also Tante und Onkel von meinem Mann und deren Kinder und der Bruder meines Mannes und die Schwester meines Mannes mit meinen Schwagern und so. Also es ist nie irgendwie, dass ich jetzt super viele Menschen hier habe,
die nicht zur Familie gehören oder sowas. Ihr seht ja, ich treffe mich kaum mit irgendjemandem. Und die Sibel zum Beispiel, die mit mir zum Sport geht oder die auch mal im letzten Video mit mir im Ikea war, das ist die Frau vom Cousin meines Mannes und der Sohn auch. Ne? Dem Sohn hatte die ja auch gefragt, das ist so ein unglaublich süßer Junge. Ne? Und übrigens, seine Schwester ist Tuana und sie trägt den Namen dieses Lidschattens in meiner Palette, in der Sundown-Palette. Also das ist wirklich engste Familie. Und das Ding ist halt, wenn die hier sind, das ist nicht so, als hätte ich irgendwie so Gäste, um die ich mich 24 Stunden lang kümmern muss. Klar stehe ich am Herd und koche und räume ab und koche und schneide Obst auf und bringe Tee und sowas, ne? Aber wir Mädels machen das irgendwie alle immer zusammen, egal bei wem wir sind. Das ist nicht so, dass irgendwie jetzt heißt, okay, bei Tara hat eingeladen, jetzt muss Tara auch alles machen. Das ist nicht so und das ist irgendwie so, ich weiß, es ist vielleicht sehr, sehr schwer zu begreifen, weil ich habe selbst in meinem Umfeld sehr viele Freunde, bei denen es leider nicht so ist. Ich kann das verstehen, wenn der ein oder andere das nicht nachvollziehen kann und ich wünschte, ich könnte euch alle einladen, dabei zu sein, um zu gucken, wie schön das ist einfach. Wir werden auch nächstes Wochenende zu meinen Eltern fahren, mein Mann und ich, weil ich habe sie schon so lange nicht gesehen. Ich wollte eigentlich dieses Wochenende dahin fahren, aber es hieß, die Couch kommt Samstag, bis es dann samstags auf montags verschoben wurde, beziehungsweise Freitag sehr spät klar wurde. Und da hatte mein Mann schon sein ganzes Wochenende geplant, wollte sehr gerne mit und hat dann gesagt, können wir auch nächste Woche dahin gehen. So, meine Schwester hat ihr Abi gemacht, meine Freundin hat entbunden und meine Mama hatte Geburtstag. Und das innerhalb von 10 Tagen. Und deswegen, ich muss unbedingt nach Hause. Ich habe alles so sehr vermisst. Übrigens, die Abi-Feier meiner Schwester war auch so traurig. Also dank Corona so haben wir leider das nicht zusammen feiern können. Meine Schwester und ihre Schulfreunde, die hatten so das unter sich gemacht mit den Lehrern und wir durften dann per Livestream auf YouTube zuschauen. Und das muss ich schon sagen, ist sehr, sehr traurig. Also meine Schwester kam auf die Welt, da war ich 12 Jahre alt und ich war wie so eine Lana und ich, wir waren wie so eine Lana, sogar noch krasser, weil sie ist noch näher an ihr dran und sie wohnt ja auch noch zu Hause mit ihr. Aber wir waren ihr wie Mamis. Also ich habe Lara jede Nacht ins Bett gebracht und wir haben die gefüttert und gebadet und die Windeln gewechselt. Und ja, das hat mir schon sehr mein Herz gebrochen, muss ich wirklich sagen. Also ich schiebe auch teilweise die Bauchschmerzen, die ich aktuell habe, ein bisschen darauf, mir hat das sehr, 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 sehr leid getan. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich konnte diesen Stream nicht anschauen. Ich hätte es auch nicht sagen können. Ich hätte auch lügen können jetzt und sagen können, ja, ja, ich habe das gesehen und so weiter. Ich konnte nicht. Mir hat das so leid getan und so weh getan, meine jüngste Schwester nicht zu so einem wundervollen Tag begleiten zu dürfen, wie an ihrem Abiball. Also ich tut mir auch für all diejenigen leid, die das auch durchmachen müssen, all diejenigen, die noch viel krasseres durchmachen mussten. Ja? Also Freunde, Familie nicht im Krankenhaus besuchen, nicht an Beerdigungen dabei sein dürfen, nicht an Hochzeiten. Wisst ihr, auf meiner Hochzeit waren 50 Personen erlaubt und 2 Tage später waren dann 100 Personen erlaubt. Nicht, dass ich eine einzige Millisekunde meiner Hochzeit bereut hätte, aber ihr müsst euch mal vorstellen, die Leute fragen, meine Freunde, also die Follower auf Instagram zum Beispiel, schreiben meinen Freunden, warum warst du nicht auf der Hochzeit oder warst du auf der Hochzeit so unterschwellig, so nach dem Motto, warum hat dich denn Tara nicht eingeladen? Mein eigener Onkel hat meine Tante und meine Cousine vor der Tür rausgelassen und ist dann wieder weggefahren, weil wir durften nur 50 Personen einladen. So, und die haben sich natürlich pro Familie geeinigt, wer kommt, weil wir hatten eine begrenzte Anzahl pro Familie, selbstverständlich, wenn man so viel Familie hat. Und ja, die wurden dann natürlich alle auf den Listen aufgeschrieben und so war das dann. Ne? Und mir tut das unheimlich leid für die ganzen großen Ereignisse im Leben. Und wegen der großen Hochzeit fragen auch super viele. Das Ding ist halt einfach, dass wir im Ausland heiraten wollten. Also wir hatten eine Location im Ausland, auch schon angezahlt. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Ja, es ist nicht so leicht, jetzt mal eben irgendwo hinzufliegen. Geschweige denn, okay, sagen wir mal so, der ein oder andere wird das vielleicht machen, aber man kann es nicht einfach allen zumuten, ne? Jetzt zu sagen, okay, in dieser Zeit fliegen wir jetzt alle nach so und so. Das ist halt einfach utopisch, das zu verlangen von manchen. Und deswegen, wir wissen selber nicht, Leute, was wir machen. Also wir sind gerade selber so zwischen den Stühlen. Sollen wir nicht? Wir haben hier wirklich, ich habe hier 200 Einladungen liegen, die wir nicht verteilt haben, weil wir nicht wissen, ob wir das machen oder nicht. Meine dritte Kollektion ist bei mir angekommen. Und zwar so, wie sie in den DM
später kommt, also so wie sie später in den DM gestellt wird, mit dem Display komplett, also mit diesem Pappaufsteller. Und sie ist unfassbar. Also sie ist so schön und ich freue mich so sehr. Aber auch zum Beispiel das Shooting, welches ich mir vorgestellt habe, ist ciao. Nope. Geht ja nicht, ne? Ich öle ein bisschen stärker im Moment. Ich weiß nicht, ob ich dann ein anderes Puder lieber auftragen soll. Ich benutze jetzt was aus meiner neuen Palette. Deswegen wird es kurz nicht eingeblendet. Entscheidest du das mit der Deko und den Einrichtungen alles selbst oder bringt sich dein Mann da mit ein? Also ich muss wirklich sagen, ich habe einen sehr sturen Mann, was Dekoration anbelangt. Obwohl, stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe wirklich sehr, sehr viel selbst entschieden. Er kennt ja meinen Geschmack. Aber er hat natürlich auch seine eigenen Vorstellungen. Und gerade dieser Dingsraum, also dieser Kinoraum / Spieleraum, wie auch immer, da hat er so seinen Willen durchgesetzt. Also diese Wandverputzung wäre nicht mein Ding gewesen. Ich wollte Spiegel an die Wände anbringen und wollte da so Sprossen zwischenhängen. Also praktisch wollte ich kleine Spiegel und dann so schwarze Sprossen dazwischen hängen. Als wäre es so eine Sprossentür in Schwarz, nur mit Spiegeln statt mit Fenstern. Und ja, er meinte so, weißt du, du hast die ganzen Wände entschieden. Und die ganzen Räume entschieden, lass mich doch eine Sache entscheiden. Und ja, obwohl es mir sehr weh getan hat, habe ich dann ja gesagt. Aber wir haben die Küche zusammen geplant, wir haben das Sofa zusammen ausgesucht, wir haben viel gemeinsam gemacht. Also ich frage ihn auch um die Barhocker in der Küche und so. Und natürlich frage ich ihn vorher, ob ihm das gefällt, weil es gibt auch ganz viele Dinge, die ihm nicht gefallen. Und ja, aber sonst kenne ich auch so einen kleinen Trick. Das Blöde ist, er guckt ja gerade zu, aber egal. Und zwar einfach so lange mit verschiedenen Sachen nerven, bis die Männer sagen, such du einfach aus. Oh mein Gott, Leute. Ich habe mir übrigens selbst Bräuner aufs Gesicht gegeben. Und ich glaube, es ist ein bisschen zu viel geworden. Ich habe es auch in meine Augenbrauen gegeben. Und es ist so orange um meine Augenbrauen geworden. Ich habe das vorhin versucht abzupeelen. Ich hoffe, man sieht es nicht so stark. Vielleicht geht es auf den Kindergeburtstag. Ich werde definitiv was anderes anziehen, weil mir ist so warm. Dieses Dachgeschoss kann echt heiß werden hier oben. Also er bringt sich auf jeden Fall sehr gerne ein, hat einen sehr schönen Geschmack. Ganz viele fragen mich auch immer zu den Kosten, beziehungsweise was kostet und wie viel wir im Monat bezahlen oder wie viel ich im Monat bezahle und so weiter. Und das ist also, ich weiß nicht, man fragt ja nicht andere Menschen nach Miete. Ich kann mir aber vorstellen, dass man, wenn man noch kein Haus hat oder dass man dann auch nicht genau weiß, ob das was für einen ist, ob man sich das vielleicht selber leisten kann und so weiter und so fort. Ich habe jetzt eine Freundin und sie ist sehr, sehr ängstlich und ich habe sehr lange mit ihr gesprochen oder wir Mädels haben sehr lange mit ihr gesprochen, weil ihr Mann möchte gerne ein Haus kaufen und sie hat einfach Angst davor. Sie sagt, was ist, wenn wir irgendwann nicht bezahlen können oder was ist, wenn irgendwas passiert, was ist, wenn wir irgendwann das Haus nicht mehr haben wollen und so weiter und so fort. Ne? Und das sind natürlich alles so Dinge, die muss man mit seinem Partner besprechen. Aber ich habe auch gesagt, wenn eine Bank einem einen Kredit gewährt, dann haben die eigentlich auch, wissen die eigentlich auch, dass es irgendwie zukunftsmäßig hinhaut. Weil die gucken sich ja dann auch eure Vita an und eure Gehälter und so weiter und wissen dann ja, okay, die und die Person kann langfristig einen Kredit abbezahlen. Und ja, also anstatt dass ich, also ich muss wirklich sagen, es ist eine große, große Verantwortung. Und ich weiß gar nicht, darf man so ehrlich sein? Aber wenn man manchmal sich die Summen anschaut, die man dafür ausgibt und, keine Ahnung, gegebenenfalls den Kredit anschaut oder was auch immer, dann wirklich hat man schon Panik. Also ich muss wirklich sagen, ich habe auch eine Zeit lang zu meinem Mann gesagt, schaffen wir sowas? Können wir uns das leisten? Und können wir uns einen Urlaub überhaupt leisten und so, ne? Und er hat da wirklich alles im Blick und alles im Griff. Deswegen vertraue ich ihm da auch zu 100%. Ja, wie spricht man über so ein Thema, ohne seine ganzen Sachen irgendwie offen zu legen? Aber ich würde, also es gibt nicht, also ihr seid entweder der Typ Mensch dafür, der das kann oder der das nicht kann. Ich finde auch, man muss ein Typ Mensch für ein Haus sein. Dann hatten einige noch eine Frage zu Maya. Und zwar war es bei diesem Amazon-Haul so, dass viele gedacht haben, dass Maya das jetzt für mich gekauft und bezahlt hat.
und viele auch nicht genau wissen, was Maya so macht und wer sie überhaupt ist und warum sie überhaupt da ist und was so ihre Funktion und ihre Aufgaben sind. Und Maya habe ich damals einfach als Freundin kennengelernt und als gute Freundin von meinem Bruder. Und Maya studiert in der Richtung Medien und so weiter und hat dann mich gefragt, ob ich jemanden kenne, der vielleicht mit ihr zusammenarbeiten möchte, weil sie dadurch ja natürlich auch praktisches Wissen für ihr Studium sammelt. Und ich habe mir dann angehört, was sie so macht und was sie so vorhat und wie sie sich das so vorstellt, und habe dann praktisch erstmal tatsächlich so getan, als würde ich für eine Freundin zuhören, was sie braucht, und sagte dann, ja, Freundinnen von mir suchen tatsächlich auch Unterstützung und Hilfe. Und es ist vielleicht ein dämliches Foto für euch, aber es ist manchmal viel mehr als das. Also wir fahren durch die Gegend und wir suchen, sie sucht dann, keine Ahnung, ich sag dann, hey, ich möchte auf einem gelben Feld irgendwie ein Foto machen, und sie sucht dann über Maps, wo sind gelbe Felder, wir fahren dann dahin. Oder es werden verschiedene Themen für meinen Instagram-Feed ausgemacht, verschiedene YouTube-Themen und so weiter. Und ich habe mir das alles angehört, wie sie das so macht und wie sie das so handhaben möchte und was so ihre Ziele im Leben sind, und habe sie dann gefragt, ob sie nicht einen Monat mit mir lang zusammenarbeiten möchte. Und aus diesem Monat wurden über ein Jahr, die wir zusammenarbeiten. Und mittlerweile ist es so, dass ich Maya immer mehr Aufgaben gebe und dass sie jetzt auch mehr involviert wird, weil sie ist einfach unfassbar. Also bevor wir irgendwelche Kampagnen machen, für irgendwelche Paletten oder für irgendwelche Bilder, macht sie Moodboards. Sie hat die ganze Kampagne für Marrakesch so sorgfältig und so schön ausgearbeitet auf verschiedenen Moodboard-Dingern. Und ich hätte mir das nicht vorstellen können, das alleine machen zu können. Sie ist meine rechte Hand, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte und vor allem, die ich auch sehr, sehr ungern teile mit irgendjemandem. Also sie ist bombastisch und ich bin sehr, sehr gesegnet. Wirklich sehr, sehr gesegnet. Ich weiß, sie guckt sich das Video jetzt gerade zum Beispiel an und schreibt alles auf, was ich benutze, sucht alle Links raus und macht die Infobox. Also sie macht die Infobox, sie macht das Video praktisch ready für den Upload, und ich lade das Video hoch, oder die Jasmin, die das Video schneidet, lädt das Video hoch und kümmere mich dann um den Titel, um das Thumbnail, und die Maya sucht die ganzen Links raus und guckt, dass das pünktlich online kommt, und hilft mir da sehr. Also auch wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, bitte ich sie, über die Kommentare zu schauen, ist alles okay, hat jemand eine Frage, gibt es irgendwie Shitstorm für irgendwas und so. Wisst ihr, also es ist so, oder wenn ich im Urlaub bin, lädt sie selbstständig die Videos hoch. Sie ist wirklich unersetzlich, und das, was so wenig für euch scheint, ist wirklich so viel. Und zum Beispiel bei dem Amazon-Video, selbstverständlich hat sie das nicht bezahlt, Leute. Ist so klar, dass ich nicht Maya schicke, damit sie mir irgendwas kauft, und schon gar nicht in einem Wert von 500 Euro, also... Klar sage ich ihr, hey, kannst du mir kalten Kaffee mitbringen? Aber das wird natürlich auf eine Rechnung geschrieben und das bekommt sie natürlich alles zurück. Also ich bin hier nicht, es ist jetzt kein Praktijob, in dem sie jetzt für nicht bezahlt wird oder, keine Ahnung, dann auch noch bezahlen muss, sondern es läuft schon alles mit richtigen Dingen ab, Leute. Ich hoffe, dass Maya zufrieden ist und dass sie irgendwann eine wundervolle Managerin werden kann, wenn das ihr Ziel ist. Also so aktuell scheint es so. Korrigiere mich, Liebes, wenn das nicht stimmt. Aber Maya ist anders als andere für mich in meinen Augen. Weil Maya ist so eine Person, die wirklich daran glaubt, was ich mache. Und manche machen ihren Job und das war's. Und Maya kann ich um 1 Uhr nachts anrufen, um 6 Uhr morgens. Maya, wie war das nochmal so und so und so? An Feiertagen, an Sonntagen, an Wochenenden, egal wann. Maya ist da und macht das mit so einer Liebe und so einer Passion. Wenn ich keine Motivation mehr habe und ich einfach nicht mehr kann, weil ihr könnt zum Beispiel genervt zum Beispiel zur Arbeit fahren, zum Beispiel eine Emotion, und das kann ich nicht. Also ich kann nicht genervt mein Gesicht in die Kamera halten. Das ist kein guter Eyeliner, wenn man so einen Liquid Liner aufträgt vorher. Egal, ob ich irgendwie irgendwas zu tun hatte oder ob ich krank war oder wirklich, ob ich, egal was ich gemacht habe, ob ich umgezogen bin, ob ich geheiratet habe, ich habe ja immer und immer und immer meine Kamera und mein Handy mit mir. Alles wird erstmal aufgenommen, bevor es überhaupt genossen wird. Und
bevor ich es mit meinen eigenen Augen anschaue und vielleicht irgendwie wahrnehme oder irgendwie einen Ausblick, einen Sonnenuntergang, egal was, ich zeige es erst euch und genieße es danach, weil es könnte auch sein, dass die Sonne dann untergeht und dass ich es euch nicht zeigen kann. Und YouTube und Instagram und überhaupt Social Media erwartet von uns immer wieder regelmäßige Uploads. Und es geht primär eher darum, dem Algorithmus irgendwie irgendwann einen Strich durch die Rechnung zu ziehen, weil dieser Algorithmus hat einfach verändert, was ich gelernt habe. Come take off all your clothes. I am getting to her. Ich liebe diesen Job mehr als alles andere, sonst würde ich ihn nicht machen können. Aber ganz oft habe ich in dieser Umzugszeit oder in dieser Hochzeitsstressphase das Gefühl gehabt, dass ich nicht mehr kann. Und vielleicht wird mir auch jetzt deswegen so schwindelig andauernd. Aber es war wirklich eine Rennerei. Nach da, nach dies, mach das. Aber mach das, während du das aufnimmst. Und ganz viele sagen auch immer, sei mal froh, dass du von zu Hause arbeiten kannst. Ja, stell mal vor, du könntest nicht von zu Hause arbeiten. Ja, aber deswegen ist meine Arbeit auch eine Never-Ending-Story. Jeden Tag. 24 Stunden lang. Und sie ist halt da und motiviert mich und gibt mir Ideen und wenn ich nicht weiter weiß, hilft sie mir da raus und so. Also Maya ist ein Phänomen, weil sie auch eine unfassbare Aura hat. Sie ist so, also sie kommt rein in einen Raum und strahlt so, dass du, egal wie du drauf bist, dass du dieses Strahlen und diese Wärme von ihr einfach annimmst. Und sie versetzt sich so in meine Lage, wenn sie jetzt Kommentare liest, ja, und da sind so Hater-Kommentare dabei oder so Nicht-Gönner-Kommentare tun ihr am meisten weh, dann ist sie so, als hätte man sie selbst oder als hätte man ihre Schwester irgendwie angegriffen. Und ja, das ist Maya. Einfach eine halbe Stunde bei Maya gelabert. Das war aber auch ehrlich gesagt sehr blöd gesagt, also ich habe das jetzt nur nicht ganz verstanden, warum von dir jemand anderem Sachen online bestellt. Ist man sich jetzt zu fein oder zu wichtig, dass man nicht mehr selbst online shoppt? Also da frage ich mich so manchmal, okay, ich glaube, du hast mich immer noch nicht kennengelernt. Ich bin mir nämlich zu schade für gar nichts. Manche fanden tatsächlich auch den letzten Vlog zu anstrengend, weil einfach so viel los war. Aber das ist der Lauf der Dinge. Ich kann euch halt leider... Also ich versuche euch immer positive Energie und sowas zu geben, auch wenn es mir vielleicht nicht gut geht, egal. Trotzdem versuche ich euch das alles zu geben. Aber das Ding ist, es ist halt manchmal einfach hektisch. Das kann ich leider nicht verstecken. Und wenn ich 3 Vlogs die Woche hochlade, dann muss ich euch schon irgendwie auch dann mitnehmen, wenn es hektisch ist. Wisst ihr, was ich meine? Also vielleicht das nächste Mal werde ich dann einfach... Das war bei dem letzten Vlog vor allem so, dass ich es ja direkt nach dem Unboxing, also nach dem IKEA-Haul und H&M Home-Haul, ja direkt danach geschnitten und hochgeladen habe. Ich war tatsächlich um 18 Uhr bei Freunden eingeladen und das alles hat sich so gezogen mit dem Schneiden, dass wir erst um 7:45 bei Freunden angekommen sind, also bei denen. Also ich habe sehr lange dann noch dran geschnitten und ich hätte das gar nicht mal anders unboxen können. Das war natürlich ein bisschen... Aber leider wird es auch so Szenen geben. Aber ich versuche euch natürlich so viel Ruhe und Inspiration und alles zu zeigen. Mich hat auch letztens jemand gefragt, ob ich Daily Vlogs machen würde. Und nach Vlogmas wollte ich mir eigentlich die Kugel geben. No way, Leute. Wenn ihr von irgendjemand Daily Vlogs anguckt, dann bitte zieht den Hut. Also das ist der Oberhammer, was die Leute da, also was sie geben, ist nicht normal. Das ist nicht normal. Also das ist schon sehr, sehr krass, wie viel... Ich überlege jetzt schon, ob ich jetzt schon Vlogmas vordrehen soll. So mit dem T-Shirt und Top. Oh, ich brauche einen Blush. Deswegen sehe ich so aus. Ich weiß noch nicht mal mehr, worüber ich gerade geredet habe. Mein Gehirn. Wow. Sieb. Ach so, ja, dass das so hektisch ist und so in Vlogs. I'm so sorry, ich schwöre es euch, mein Leben ist gerade auch so ein bisschen complicated, so anstrengend. Das ist übrigens auch voll komisch, die Frau meines Schwagers ist ja dann auch meine Schwägerin und bei uns halt im Arabischen und im Kurdischen und so gibt es halt verschiedene Bedeutungen, also verschiedene Bezeichnungen dann dafür. Ich glaube im Türkischen auch, ne? Görende und Eltin oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin jetzt auch nicht der Türkisch-Pro, Leute, ich bin ja auch nie dann zu einem Kurs gegangen wegen Corona, aber ich habe es einfach nur durch das, was ich laber, das laber ich sehr schlecht
Und wird auch sehr oft dafür ausgelacht. Aber, ganz ehrlich, egal. Das, was ich kann, kann ich. Den Rest lerne ich. Und wer lachen will, ist herzlich eingeladen, dies zu tun. Falls ihr möchtet, dass ich noch über irgendwelche weiteren Themen rede, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare, so wie ihr das auch sonst immer tut. Ich freue mich natürlich sehr über ein Abo, dann könnt ihr nämlich mitschauen, was hier so passiert. Wir haben Lampen für den Kinoraum bestellt und die müssen nächste Woche auch dran gemacht werden, weil der Elektriker geht in Urlaub. Und deswegen hat er gesagt, bitte schnell Lampen bestellen. Ich habe wirklich coole gefunden. Also auf Anhieb habe ich coole, reduzierte gefunden. Die haben so eine Kugel und die strahlen praktisch dieses Licht von unten und von oben so an. Ich muss aber allerdings noch Glühbirnen dafür kaufen. Ich habe nicht gewusst, dass die ohne kommen. Am Montag kommt die Couch. Ich bin gerade, wie gesagt, auch am Vloggen für euch. Ich werde jetzt vloggen zum Beispiel, wie ich meine Haare jetzt gleich locke und was ich anziehe und so weiter. Und this is it. Tausend Dank fürs Zusehen, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video wieder. I love you. Bye, bye.